Also, wie planen wir uns das heute? Was wir nicht machen werden, ist jetzt irgendwie gemeinsam als YouTube Release den Screencast angucken. Weil der dauert 100 Minuten. Und ich dachte dann mal so, weil ich habe ihn um 2 Uhr nachts angefangen zu recorden und war irgendwann so um 5 Uhr fertig. Und ich fürchte, das sieht man dem am Ende auch an. Und die sind doch immer ein bisschen strubbelig eigentlich, oder? ich glaube, dass ich da am Ende nicht mehr so komplett super fit rüberkomme. Das wollte ich euch also nicht antun, sondern stattdessen werden wir hier Exklusiv-Content produzieren heute Abend. Das heißt also, ja. Ich habe mir überlegt, was ist jetzt quasi so der Diff zwischen sieht man dann ohnehin nochmal genauso im Release-Podcast auf der einen Seite und hat man schon in dem Teaser-Video gesehen auf der anderen Seite. Also die Sachen wollen wir halt auch irgendwie ungern wiederholen, sondern wir dachten, wir versuchen euch jetzt einfach mal so in der nächsten, weiß ich nicht, Stunde oder sowas, 45 Minuten, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern wird, ein paar Sachen mal hinter die Kulissen zu zeigen und ein paar Features zu beschreiben, die, wie gesagt, sich aus den anderen Quellen nicht so ergeben. Und dann kann man immer noch gucken, wie der Abend irgendwie sich weiter gestaltet. Ich würde, ohne dass ich das jetzt als besonderen Sadismus interpretiert haben möchte, den Download und auch den Screencast in der Tat dann auch erst nach unserem normalen quasi Keynote-Blog hier freischalten, weil sonst fangen alle schon nebenan an zu klicken und kriegen das alles dann mental nicht auf die Kette. Also sprich, irgendwann um, weiß ich nicht, 22 Uhr oder sowas werden dann hoffentlich mit einem Klick die ganzen Ressourcen dann freigeschaltet. Und danach kann sich das dann alles fröhlich irgendwo auflösen und verteilen und wir können eine Q&A-Session machen und ihr könnt irgendwie Untergruppen an den Tischen bilden und sowas. Also dieses, wer noch nicht hier unterwegs war in dieser Work-Adventure-Welt, das bildet unser Sendezentrum ab, was wir immer auf dem Chaos Communication Kongress haben, wo wir immer traditionell an genau diesem Ultraschalltisch sitzen, an dem wir jetzt hier uns auch zusammengefunden haben. Und die ganzen anderen Projekte wie Studio Link und so weiter sind auch immer vertreten und da kann man sich um ein digitales Lagerfeuer scharen und dann, wie auch immer, den Abend mit hoffentlich, also bei mir zumindest, viel Alkohol ausklingen lassen. Okay. Prösterchen. Genau, Prost. Ich werde gar nicht so viel reden heute, weil mich hört man dann ja sowieso immer im Screencast. Ich werde hinterher auch nochmal so ein, zwei Features vielleicht zeigen, die noch nicht bekannt sein dürften, wo ich denke, dass es doch für den einen A- oder O-Element-Moment geben wird. Also grundsätzlich, so fängt auch der Screencast an, ist, glaube ich, fast ein Drittel der Features noch neu hinzugekommen seit dem Teaser-Video. Das heißt also, wir waren Januar, Februar, März, haben wir noch richtig was auf die Pfanne gehauen und nochmal richtig, richtig losgelegt. Da ist eine ganze Menge noch passiert, da könnt ihr euch drüber freuen. Das war also längst noch nicht alles, was ihr da vielleicht im Dezember gesehen habt, wenn ihr den gesehen habt. Und ich dachte, weil es bestimmt als Rampensau und Einpeitscher gut funktioniert, lassen wir als erstes mal den Malik sprechen. Rampensau bist du. genau, das Malik als unser Haus- und Hofdesigner mal ein paar Dinge zeigt und ein paar Worte verliert dazu, wie wir jetzt eigentlich zu unserer neuen Ultraschall 5 Formsprache gekommen sind, weil die mindestens seit dem Sprung von der 3er auf die 4er, glaube ich, die größte Weiterentwicklung ist, vor allen Dingen, was so in Sachen Konsistenz angeht. Aber das kann er in seiner eloquenten Art und Weise am besten einfach mal selber berichten. Ja, mache ich gern. Dann herzlich willkommen in der Designabteilung von Ultraschall. Ich wollte mal so einen 10-Minuten-Abriss ungefähr machen, was wir uns gedacht haben und warum Dinge so geworden sind, wie sie geworden sind oder nicht so geworden sind. Wegen technischer Limitationen. Und Ralf, du kannst gerne immer reinspringen, wenn ich Fundamentales falsch erzähle oder vergesse. Zuallererst mal so ein bisschen zum Ansatz, Funktionen von Design. Das ist Leuten vielleicht nicht immer so klar, weil es ist oft so, ne, wir machen hier ein Produkt fertig, programmieren uns das schön und nachher kann der Designer kommen und mal ein bisschen Farbe drüber pinseln und dann mach jetzt irgendwie geil und dass es so ist wie Apple. Habt ihr auch schon von gehört, schlägt meistens fehl. Deswegen ist total cool, finde ich, in dem Ultraschall-Team, dass wir da immer so Hand in Hand vorangehen.
Sprich, Ralf programmiert die ganze Nacht durch und ich komme am nächsten Tag und motze. Und jetzt hat Design erstmal so zwei Funktionen, nämlich es bringt mal so nach innen, also eine Designveränderung, so von der Ultraschall 4 auf die Ultraschall 5 zum Beispiel, hat so zwei Funktionen. Einmal gibt es so nach innen ins Team auch so einen Fokus, finde ich, war mein Gedanke. Es gibt so eine richtige neue Version mit so einer neuen Nummer, es ist ein neues Ding, ein neues Baby. Das ist so ein neuer Meilenstein, der sieht irgendwie signifikant halt anders aus als der alte und fühlt sich auch anders an. Und nach außen ist es halt so für die UserInnen, dass es auch so einen Fokus auf was Neues gibt. So, das hat so einen Haben-Wollen-Effekt und verhindert sozusagen ein bisschen mit, dass sie auf veralteter Technologie hängen bleiben. Also Ultraschall 3-Installationen wollen wir ja ganz bestimmt nicht mehr sehen. Und natürlich Freude, weil neu und shiny und geil und gerne benutzen wollen und so. Und das bringt mich natürlich dann dazu, dass die neue große Version optisch auch sofort erkennbar sein soll als solche, ohne dass ich jetzt natürlich alles voll pinsel und das Gelerntes auf einmal obsolet wird. Das will man natürlich auch nicht. Es soll ja möglichst smooth im Übergang sein. Ja, Ultraschall 4, das, was ihr wahrscheinlich alle noch viel vor euch habt, ist ja so lila im Auftritt, sage ich mal, und hatte so Magic-Elemente, denn so dieses Tentpole-Feature war ja das Magic Routing damals und das brachte mich eben auch auf die Idee, okay, was ist so unser Hauptfeature, eben so ein Magic-Ding und dann lass es uns auch so ein bisschen Magic branden, ob die Leute das jetzt so bewusst spüren oder auch nicht, und deswegen wurde das eben so lila und hatte so ein bisschen Sparkle und Funkel und so. Und jetzt hatte ich mir halt überlegt, als noch so ein bisschen in der Diskussion war, wird es überhaupt eine 4.5 oder eine 5, aber täglich neue mega geile Features dazu kamen, dass so, hör mal, Ralf, das ist doch auf jeden Fall eine 5 und wenn es eine 5 ist, sollte es auch aussehen wie eine 5. Und was ist jetzt das, was die 5 ausmacht? Und was ich halt so dachte, ist, erstens, was mir aufgefallen ist schon in der Beta-Benutzung, das Produkt wird langsam so professionell rund. Ihr erinnert euch alle an diese Matrix, die Ralf von Keynote zu Keynote durchschleift, wo man halt sieht, wo sind die anderen DAWs, wo ist Ultraschall so aufgestellt und wo möchte man ganz gerne hin, also so einfach wie es geht und funktionell für Podcasts so rund wie es geht. Und ich finde, dass es jetzt spätestens seit der 4 oder 5 so ein magisches, jetzt bin ich wieder bei magisch, so eine magische Grenze überschritten hat, wo es eben professionell rund ist. Und das beinhaltet auch so Dinge, dass bestimmte Crashes oder so Probleme, die man vielleicht auch noch mit Studio Link Remotes oder sowas hatte, auch so jetzt rausgeschliffen sind. Und dann fand ich, wenn es denn so professionell rund ist, dann sollte es optisch auch Richtung professioneller gehen. Und dazu gehörte für mich vor allem Einheitlichkeit. Wir hatten vorher noch mehr Potpourri an verschiedensten Design-Elementen, ich sag mal so Icons zum Beispiel, die in der Seitenleiste so aussehen, aber dann vielleicht in manchen Pop-Up-Fenstern wieder anders aussehen und natürlich ist immer Reaper-Kram hier noch so ein bisschen reingemischt und so und sowas wie der ganze Farbauftritt, diese Regenbogen, hier, ne, ihr seht ja in den Tracks, dass die so regenbogenmäßig durchgefärbt werden können, ihr kennt alle wahrscheinlich dieses, das Color-Tool, ne, mit Alt-C, der Color Picker. So Sachen, die also mit der Optik zu tun haben, aber eben auch Icon-Konsistenz. Und da habe ich gedacht, okay, da müsste eigentlich noch eine ganze Menge mehr passieren. Wir könnten das noch deutlich weiter pushen. Und habe angefangen, so mit dem Ralf zusammen, so Piece by Piece eine neue Designsprache aufzustellen. Wir haben die Ultra Gray genannt. Und die beinhaltet so ein paar verschiedene Elemente. Es gab Vorbilder, ich sag mal so Final Cut Pro zum Beispiel oder die Adobe Apps, die haben durchaus, sind die ja auch schon 20 Jahre ja so vorangegangen und haben, finde ich, auch einiges richtig gemacht, wenn man sich so anguckt, wie die Adobe Suites zum Beispiel, wie die Programme zusammenhalten, wo Dinge gleich sind und wo Dinge anders sind. Also wichtiger Teil sind die Icons und die habe ich mir dann halt mal nochmal vorgenommen. Was ich jetzt auch fantastisch nicht vorbereitet habe, sind euch mal davon ein paar zu zeigen. Das mache ich jetzt mal. Grundlage für die Icons ist der Font Awesome. Den kennen vielleicht viele. Ich glaube, fontawesome.org oder .com kann man sich irgendwie angucken. Ich zeige euch mal Toolbar-Icons. Dann seht ihr mal so ein bisschen Backstage, wie das bei uns hier so aussieht. Also das sind so die Icons, die in Ultraschall vorkommen. Grundlage hatte Ralf vor langer Zeit dafür schon gelegt und ich habe im Prinzip
reingegrätscht und mir die angeguckt, die ich simplifizieren wollte, deutlicher machen wollte oder wo wir auch einfach neue gebraucht haben. Zum Beispiel dieses Icon hier ist das für die Kapitelmarker. Ne, da muss man sich halt ausdenken, hey, wie kann ich irgendwas darstellen, was auch mit Bildern zu tun hat? Denn unsere Kapitelmarker enthalten ja, können ja Bilder enthalten, aber eben auch mit so, ne, so Lesezeichenmäßig und so weiter. Also das typische Icon-Design-Problem. Also so Icons gibt es dann nicht, die baut man sich dann aus anderen zusammen. Vor allem habe ich aber den Font Awesome als Grundlage genommen, damit mehr Einheitlichkeit in die Art der Icons kommt. Ihr seht auch, dass das noch nicht überall total erreicht ist. Aber wir haben wirklich quasi an jedem Pixel geschraubt. So, die Icons sind also insgesamt einheitlicher geworden, sind aber auch mehr verwendet worden, um Informationen klarer zu strukturieren. Zum Beispiel, also nicht nur Icons, sondern eine gesamte Designsprache. Wenn ihr im Podcast-Menü, kennt ihr ja schon von der letzten Ultraschall die Settings zum Beispiel, und ihr seht diese gelben Ecken, die wir hier drin haben. Ne? Damit bin ich so ein bisschen bei dem Professionell-Thema, da wo wir uns als Ultraschall zeigen, sollte es irgendwie einheitlich sein und so, dass du halt immer siehst, es gibt, also das hier ist ein Kontrollelement einer bestimmten Art. Und weil wir ja eigentlich diese Fenster hier gar nicht wirklich bespielen können von Reaper aus, hat Ralf irgendwie Pixel für Pixel diese Untermenüs gebaut und sich ein Framework geschrieben, mit dem man das jetzt immer einfacher sich hinprogrammieren kann, aber es gibt in Reaper keinerlei Funktion, die erlaubt, hier so etwas wie Tabs oder sowas abzubilden, und dann hat Malik immer genervt und hat gesagt, du, aber das sind zu viele Settings-Elemente, wir müssen das irgendwie clustern und das muss irgendwie eingeteilt werden und wir brauchen irgendwie Tabs, und dann sagt Ralf immer, geht nicht, geht nicht, geht nicht, und dann kommt er auf einmal an und sagt, ich hab's gemacht. Genau sowas ist halt hier passiert, konsistentere Oberflächen, genauso wie konsistente Farben, die sich überall wiederholen, sodass einfach Userinnen sehr einfach Designelemente wiedererkennen können. Das Ganze gilt auch tatsächlich über Ultraschall selbst hinaus, nämlich zum Beispiel für das, wie heißt das Ding, Stream Deck. Und wenn ich jetzt nochmal wieder mich erinnern kann, wo ich unseren Startscreen bekomme, ich vergesse es jedes Mal, Ralf, hilf mir. Hier, ne? Der. Genau, wir haben natürlich auch einen neuen Startscreen und da wird man zum ersten Mal mit dem weiteren Element konfrontiert. Es gibt nicht nur dieses Gelb und es gibt nicht nur Ultraschall, so wie ihr es schon kennt, sondern auch so eine Betonfläche. Das ist eine reine Look-Sache, aber da sind eben so ein paar Elemente daraus abgeleitet, die wir überall wiederholen, zum Beispiel diese Schräge, ne? Ihr seht das hier oben. Das heißt, Userinnen, die jetzt neu in die Fünfer reinkommen oder die die Vierer kennen, werden also neue Designelemente vorfinden, die ihnen eindeutig sagen, hey, das hier ist die Fünfer-Version. Das spürt man also an jeder Ecke sozusagen immer wieder. Unsere Farbe, die wir immer als Signalfarbe benutzt haben, ist zum Beispiel ein einheitliches Gelb auch geworden. Das war bisher nämlich sonst mal ein bisschen orange, mal so ein bisschen gelber. Und all das ist so vereinheitlicht, ne? Alles so kleine Tweaks. Und was ihr hier seht, wenn ihr durch das neue Tutorial, das werdet ihr in Ruhe mal durchgucken, durchswitcht, ist zum Beispiel eben da, wo wir die Farben entsprechend anpassen können, sind es eben die Farben. Und da, wo das Stream Deck auftaucht, hat sich Udo auch noch von mir quälen lassen, dass auch auf dem Stream Deck Plugin, das ist in Beta gerade noch, da haben wir jetzt auch was gebastelt, das aber auch aussehen soll wie Ultraschall. Hier sind auch wieder die Icons benutzt worden. Die es noch nicht gab, haben wir dann entsprechend gebaut. Und auch außerhalb sozusagen von dem reinen Ultraschall-UI ist eben beim Stream Deck auch zu spüren, dass ihr gerade Ultraschall benutzt. Also insgesamt ist die Arbeit an allen Ecken und Enden gewesen, das ganze Ding zu streamlinen. So, dann Farben haben wir reduziert, habe ich gesagt. Es gibt noch ein weiteres Element, das ist dieser LED-Look. Ihr seht das hier unten zum Beispiel beim Soundcheck. Hier ist jetzt gerade alles sehr well. Ich kann ja mal, was kann ich machen, Ralf, um möglichst sofort mal alle Fehler zu... Noch nicht? Ja, ich habe schon genau, es ist kein neues Projekt. Anyways, ihr seht auf jeden Fall hier auf der Seite, oder ich habe zum Beispiel hier
Wir können ja mal Alt-Shift-M. Mein neues Lieblingsfenster. Das Marker-Dashboard zum Beispiel. Ihr seht auch hier diese LEDs. Die haben wir vom Look her auch vereinheitlicht. Ralf und ich haben viel diskutiert. Stehen die links, stehen die rechts? Wie clustert man Informationen am besten? Wie gehen wir möglichst simpel mit sowas wie Hintergrundflächen und sowas um? Und insgesamt finde ich, ist das doch schon sehr schön rund geworden. Man sieht eben immer, was ist ein Ultraschallfenster durch die gelbe Ecke. Das hält sich zurück, aber es gehört zusammen. Also sprich, welche Info kommt von uns und was ist Inhalt? Und eben bei den ganzen LEDs, alles, was einen warnen soll, siehe auch hier unten, ist es halt von der Formensprache und Farbensprache einheitlich. Wobei ich gerade sehen würde, dass dieses Grün heller leuchtet als das in unserem Marker-Dashboard. Aber gut, Ralf hat ja noch eine Nacht vor sich. Auf jeden Fall ist die UI oder das UI, muss man eigentlich sagen, das User Interface natürlich wesentlich mehr als nur das, wie es aussieht. Es ist eben auch, wie man es benutzt. Das heißt, zu diesem Gestaltungsthema gehört auch ganz viel Gemotze, vor allem von mir wahrscheinlich, und Iteration und Verbesserung und Wegwerfen und Neumachen. Und mein Input ist häufig, wie kann ich Klicks sparen? Wo kann man reduzieren? Wieso muss ich hier dreimal klicken, um dahin zu kommen? Geht das nicht mit einem Klick? Kann man das nicht automatisieren? Und eins der Ergebnisse ist zum Beispiel auch, dass ich wegen meinem großen Bildschirm die Marker gerne rechts habe, damit ich eine lange Liste habe, die hier beliebig nach unten verlängert werden kann. Ja, die ist üblicherweise unten, aber die kann man eben in den Settings kann man die in General unten auf Large Marker Manager stellen und dann ist die rechts außen am Rand. Das ist aber eben so eine Sache, das ist auch eben UI und Design und das heißt für Leute mit kleinen Bildschirmen mag das eine unten viel praktischer sein oder optisch besser, wenn man eh kaum Marker benutzt oder wenige. Und da, wo man sehr viele Marker benutzt und ich habe teilweise 40 Marker in einem Podcast, braucht man irgendwann lange Listen und da erleichtert es den Usern natürlich auch wieder, wenn sie das so machen können. Also das ist so ein Beispiel. Und als letztes würde ich auf, wo ich gerade beim Thema Reduktion bin, auf das Auffälligste und Unauffälligste eingehen wollen, was wir geändert haben. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das Ultraschall-Logo ist neu. Das bisherige Ultraschall-Logo, die sogenannte Fledermaus, hatte hier noch weitere dünnere Striche außen. Insgesamt waren die Striche deutlich dünner. Und ihr könnt das ja gerade mal mit eurem Welcome-Screen vergleichen. Da haben wir uns drum bemüht, dass das Ultraschall natürlich sofort wiedererkennbar ist, aber auch in klein funktioniert. Und klein heißt eben auch, und das seht ihr dann an dem neuen Programm-Icon zum Beispiel auch, vor allem wenn ihr das in buchstäblich in klein anguckt, dass das eben auch, also noch in sehr viel kleiner, als ich es hier zeigen kann, dass es auch in klein eben funktionieren muss. Und dafür sind dünne, fimschige Striche, fimschig sagt man hier, für spillerig, was auch immer ihr sagt, ja, dafür ist es halt schlecht, wenn die so kleine Striche haben und sowas. Und deswegen haben wir das alles etwas funktioneller gemacht, angedickt, deutlicher gemacht und eben trotzdem als das erhalten, als was es wiedererkannt werden kann, nämlich das Ultraschall-Logo. So, das wäre es von meiner Seite. Dann gebe ich zurück ins Sendezentrum. Zu dem Logo kann man vielleicht sagen, ich freue mich schon darauf, wenn das dereinst in 200 Jahren mal in irgendeinem Softwaremuseum alles ausgestellt wird. Ich hoffe, dass dann dort auch, oder vielleicht auch nicht, je nach Perspektive, der Chatverlauf von Malik und mir zur Logo-Frage publiziert wird. Da haben wir uns, glaube ich, so rund 3 Stunden lang nur per Text angeschrien. Ich saß im Auto auf dem Weg von Ikea, war total genervt und Malik wollte mir irgendwas erzählen, dass das noch nie eine Fledermaus gewesen wäre und ich müsste diese Romantik hinter mir lassen, das sei ja alles Quatsch und das einzig Wichtige ist, dass es auch irgendwie auf 10 Pixel funktioniert. Ja, aber Malik, wir haben es nirgendwo auf 10 Pixeln. Doch, haben ich wir. Ich mag eine Fledermaus, mhm. Ja, weil es Schall, war Ultraschall, you get it, ja, da ist eine Semantik hinter. Die habe ich nie verstanden, ja. Not my department. Ja, ja. Hm. Ich sag mal, hier zum Beispiel wird es in klein benutzt und es funktioniert so gut. Also auf jeden Fall muss ich aber sagen, Ralf, ich glaube, jedes Feature wurde nur durch 3 Stunden Anschreien per Chat erkämpft. Und es war jedes Mal so, dass wir beide dem anderen absolut Unrecht gegeben haben und beidem immer kam dabei dann was Besseres raus. Und jeder hat dann vom anderen, ohne es jemals zugegeben zu haben, die ganzen Inputs angenommen. Das ist so mein Gefühl. Selbstverständlich hatte ich immer recht. Ja. Gut. Ja.
Udo, würde ich sagen, weil es jetzt einfach mal gerade passt. Nee, lass mich erst mal zum Installer was sagen, dann kann sich Udo da austoben. Ich habe nämlich nichts zu zeigen, sondern ich sage nur schnell was. Okay, dann sag du kurz was. Mhm. Ja, der neue Installer hat diesen Schritt mit dem Siemen Reaper droppen nicht mehr. Und zwar habe ich bei der Arbeit für die Linux-Version einen Weg gesucht, um das Siemen Reaper reinzukriegen. Und das funktionierte gut, das was so auch für macOS und Windows gemacht haben. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Also dieses Problem mit dem Siemen reindroppen Reaper, das war unser, Ralf, verbesser mich, falls ich mich täusche, und fast unser größtes Support-Problem. Und da braucht man eine Lösung vor, das funktioniert gut. Immer gewesen, ja. Wobei das mit dem Reindroppen dann meistens auch wiederum noch erst der Anfang von Nachfolgeproblemen war. Also dann wurde irgendwie wieder das Studio Link nicht richtig gefunden und dann lief das Soundboard nicht vernünftig. Und Heiko in seiner bekannten Art untertreibt hier etwas. In der Tat so, dass das größte Support-Problem wirklich, was wir überhaupt immer und konstant bei Ultraschall hatten, war die eigentliche Schritt der Installation. Und in den nicht so guten alten Zeiten, so in den Vor-Dreier-Zeiten, als ich das mehr oder weniger so als wirklich lieblose Markdown-Liste nur runtergetippt hatte, da hat es wirklich keinen Spaß gemacht und ich konnte es aber auch nachvollziehen. Ja, also Leute, die halt irgendwie One-Click-Installer gewohnt sind, für die ist das schon alles irgendwie doch relativ nerdig gewesen. So. Und ja, unter Windows hatten wir halt noch ein Problem, das wir bis heute nicht gelöst haben, dass es bei manchen halt einfach nicht funktioniert hat. Aus rechten Gründen. Und man, ja, also diese ganze rechte Problematik, die wurde dann halt auf dem Mac nochmal 3 Umdrehungen komplizierter, weil man dann halt diese ganzen, wie heißt es, notarized oder so ähnlich, Versionen, also sprich irgendwie mit Gütesiegel, ja, das ist Software, der ich als Entwickler vertraue und ihr könnt ihr auch vertrauen und ihr müsst nicht noch 5-mal die Rechte durchkippen und so weiter. Das war alles ein einziger großer Schmerz. Und die jetzt am Beta-Test teilgenommen haben, die werden das auch bestätigen, dass allein diese ganze rechte Problematik, wie oft man dann wieder in die macOS-Settings zurück muss und dann manuell dann doch wieder was freigeben und dann Reaper nochmal starten und es läuft immer noch nicht und dann muss man es nochmal wiederholen und es ist also alles einfach ein bisschen erratisch. So. Das war alles ein großes Grauen. Und also vor ziemlich genau einer Woche hat dann also Heiko den ersten echten Installer rausgegeben. Und man drückt auf einen Knopf und alles ist perfekt. Man denkt sich, verdammt, nach 6 Jahren Projekt ist man da, wo man mit irgendwie normaler Software an Tag 1 gewesen wäre. Ein bisschen frustrierend auf der einen Seite, aber schön, dass wir jetzt da sind. Na, wir haben das vor ein paar Jahren schon mal versucht und das hat nicht funktioniert. Warum auch immer. Ne? Vielleicht waren wir einfach nicht gründlich genug, aber jetzt ist es kein Problem mehr. Ein weiterer Aspekt davon, dass man den Prozess komplett unter Kontrolle hat, ist, dass wir jetzt auch ein Backup machen können von der aktuellen Konfiguration. Genau. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, kann man sich seine alte Version binnen von ein paar Klicks zurückholen und alles ist wieder gut. Genau, das erzähle ich auch ein bisschen am Anfang von dem Release-Screencast. Genau. Dass man also zum einen wirklich die Option hat, mit 2, 3 relativ einfachen Schritten sich quasi seine 4er wieder herzuholen, wenn aus irgendwelchen Gründen einem die 5er doch um die Ohren fliegen sollte. Und zum anderen ermöglicht es auch Szenarien, dass man eigene Presets, Track-Presets, Project-Presets rübernimmt von der 4er-Version in die 5er-Version. Wobei ich da noch immer so eine kleine Fußnote dran machen würde. Es gibt einige Features jetzt bei der 5er, die halt wirklich am Projekt-Metadaten dranhängen, die also nicht systemweit gespeichert werden, sondern du könntest einfach mal dein Screensharing deaktivieren, Malik, oder? Weil wir jetzt hier so immer so Bild im Bild im Bild haben. Danke. Wusste nicht, dass man das auch noch machen muss, wenn man die Kamera anmacht. Ja, Betty, das ist gerade ein bisschen Katze. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also Settings mit rübernehmen. Kann ein Problem sein, weil dann vielleicht einige der Features nicht funktionieren. Okay, Stream Deck. Die Version, die ich da mitliefere, ist noch Beta. Da gibt es hier und da noch ein paar Problemchen, aber ich sag mal so, 90% funktioniert ganz gut. So sieht das Ding nachher aus. Malik hat da schön unsere Knöpfe mal draufgelegt. So sieht das dann aus in dieser Stream Deck Software, die alle Stream Deck BesitzerInnen wahrscheinlich kennen. Man installiert es so, wir liefern im Installer
Korrigier mich, Heiko, da liegt einfach diese Datei, die man da rechts sieht, ne? Dieses Plugin liegt im Installer-Ordner mit drin, es auf gibt dem Mac. Es gibt im Installer auf dem Mac einen Ordner, Utilities, da liegt das drin. Mhm. Und unter Windows findet man es unter Ultraschall im Startmenü. Alles klar, genau, da gibt es dann diese Plugin-Datei, die klickt man doppelt an und dann kommt hier so ein Möchtest du es wirklich installieren, Dingsi. Und dann hat man installiert. Dann muss man in Ultraschall noch ein Häkchen setzen. Das haben wir schon vorbereitet. Und zwar in den Preferences unter ganz, wenn man ganz nach unten scrollt, unter Control-OSC Web, kann man da dieses Webbrowser-Interface aktivieren. Und das ist quasi schon an, aber man muss dieses Häkchen da, wo der Mauspfeil jetzt drauf ist, noch setzen. Und rechts kann man einen Port einstellen. Der steht standardmäßig auf 8080. Müsst ihr selber gucken, ob der schon belegt ist oder ob ihr was anderes braucht. Könnt ihr irgendeine Nummer eintragen, am besten irgendwas über 1024. Genau, und die gleiche Nummer muss man dann hier in dem Plugin selbst auch nochmal eintragen, und zwar hier unten bei den globalen Settings. Dann geht dieses Fenster auf und hier oben seht ihr, kann man die Ultraschall Web Browser Interface IP-Adresse und den Port eingeben. Und wenn man das alles gemacht hat, kann man auch schon anfangen und sich sein eigenes Ultradeck definieren. Es gibt 6 Arten von Actions. Es gibt Toggle State. Das sind Sachen, wo man einfach nur irgendeinen State umschalten kann, wie Mute an aus. Wie heißt hier der Follow Mode an aus und sowas. Dann gibt es alle möglichen Markergeschichten. Dann gibt es Push to Talk und Push to Mute. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Das hat mal funktioniert, aber geht gerade nicht. Also deshalb meinte ich, es ist 90%. Bei Levels kann man zum Beispiel von Track 1 in 1 dB-Schritten hoch und runter die Level ändern. Das ist mal später dafür gedacht, wenn man sich da irgendwelches Routing baut, wenn man, was weiß ich, seinen Kopfhörer leiser machen möchte und so. Transport sind Sachen wie Play, Stop, Pause, Record und so weiter. Und unter MISC findet man die Spiele und noch andere Spezialsachen. So, und das sieht dann so aus, dass man sich das von hier rechts dann einfach da so rüberzieht, macht sich sein eigenes Icon und hier unten in dem Property, wie heißt das? Irgendwas kann man sich das dann konfigurieren, so wie man es braucht. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Follow-Mode. Genau. So, also es fängt immer damit an, dass man sich ein Icon rüberzieht und danach kann man es anklicken und unten konfigurieren. Also hier jetzt zum Beispiel kann man hier den Track einstellen von 0 bis 99, kann auch noch eine Farbe einstellen, irgendeine, die man möchte. Track 0 macht aber irgendwie keinen Sinn, ne? Also es geht ja schon Track 1. Ich glaube, es gibt Track 0, ich weiß gerade nicht, kann sein, dass das der Master Track ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Genau. Okay, ich will jetzt nicht alles erzählen, aber ein paar Highlights. Ein Highlight, das hat Tim sich gewünscht, in Pritlove, der wollte Marker haben in verschiedenen Farben und sich sie selber benennen können. Ich habe jetzt hier mal 3 Marker als Beispiel gemacht, einmal URL, den kann man immer dann drücken, wenn man weiß, oh, hier muss ich später eine URL einfügen. Oder das Gelbe ist ein Foto, wenn man da eine Kapitelmarke mit einem Bild einfügen möchte. Und Cat ist Cat-Content. Genau, und die habe ich jetzt einfach da oben angelegt, habe diese Farbe eingestellt und den Text. Und wenn ich dann die Knöpfe drücke, ohne dass ich irgendwas in Ultraschall selber machen muss, das Stream Deck redet mit Ultraschall und die reden auch miteinander, sieht man dann hier das, weiß nicht, sieht man mal einen Mausfall? Nee, sieht man nicht. Es gibt halt jetzt da die grünen Marker. Doch, sieht man. Echt? Ich sehe meinen Mausfall nämlich nicht, deshalb. Okay, vergessen wir es. Soll ich dir beschreiben, wo er ist? Ja, genau. Nee. So, Highlight 2 ist das Soundboard. Die Grafik ist hässlich, ich weiß, aber uns noch nichts Besseres eingefallen. Man kann quasi die ganzen Soundboard-Knöpfe sich auch auf dieses Stream Deck legen. Mit den ganzen. Weil der Herr Designer lieber auf Clubhouse abhängt. Ja, genau. Genau, also der Witz an dieser Font. Die Zahlen heißt, mehr. Genau, der Font heißt irgendwas mit Sharkboard, das fand ich ganz witzig. Mir nicht. Gut, dann gibt es auch die Transportknöpfchen, also das ist das, was ihr auch in Ultraschall selber habt. An Anfang springen, Stopp, Play, Pause, ans Ende springen, Repeat, Record und da unten die 3 Tasten, die auf JKL standardmäßig liegen zum Rückwärtsspulen, Pause und Vorwärtsspulen. Die kann man sich auch auf das Ding legen, wenn man das möchte. Das Wichtigste, das hatte sich der Philipp gewünscht, ist noch die Custom Action. Da kann man quasi jede Action, die es in Reaper gibt, von den paar hundert Stück, oder man kann sich auch eine eigene Action machen, kann man sich auf eine Taste legen, da muss man nur da unten bei Reaper Command ID
die ID einstellen, in diesem Fall unterstrich Ultraschall Startscreen, dann kommt der Startscreen. Man kann da aber auch eine Nummer eintippen und dann kriegt dann sowas wie Stopp, Pause und so weiter. Also man kann jetzt jede Funktion, die es in Ultraschall gibt, auf eine Taste im Stream Deck legen. Genau. Mehr kommt noch. Vielen Dank. Hier könnt ihr ja Danke sagen. Ihr kennt es ja. Applaus. Das war's. Es gibt ja diese Stream Deck App. Da kann man sich so einzelne, die nennen das Profiles zusammenklicken. Also ich habe jetzt hier so ein Chapter. Jetzt kann ich hier unten den Markertyp auswählen. Und jetzt gibt's halt Chapter Marker und danach den Namen editieren. Chapter Marker mit Timestamp. Normalen Chapter Marker, Import Chapter Marker, Export, Save Chapters in Project Folder. Also diese ganzen Markerknöpfe, alles, was irgendwie mit Marker zu tun hat, kann man sich jetzt halt hier auf eine Taste legen. Bei anderen Plugins gibt es halt eher sowas wie drück den Knopf und, keine Ahnung, dein Licht geht an oder irgendwie sowas. Deshalb ist das schon ein bisschen komplexer und das ist auch schwierig jetzt zu sagen, wir machen so ein Standard-Setup, weil jeder braucht halt was anderes. Möchte was anderes. Aber ich sag mal so, da können wir ja im Sendegate irgendwie einen schönen Thread machen. Eure liebsten 15 und was hat das große 25 und 6er Profiles und dann kann man sich da irgendwie austauschen. Muss das jetzt nicht jeder von Hand anbauen. Ja, prima. Vielen Dank. Noch Fragen dazu von irgendwem? Okay, dann würde ich vielleicht noch mal zwei Sachen zeigen. Das sind jetzt beides Features, die nicht im Teaser-Video waren, die also in den letzten 3 Monaten entstanden sind und wo ich denke, dass die für ein bisschen Hallo sorgen sollten. Ich habe da auf Twitter schon ein bisschen zu geteasert, was da in der Richtung passiert. Von daher werden die ein oder der andere da jetzt nicht komplett überrascht sein. Das erste sind Umgang mit Double-Ändern. In einer perfekten Welt würden wir sie ja nie brauchen, weil wir haben Studio Link und das ist out of the box eigentlich total fantastisch und hat aber halt den kleinen systemischen Nachteil, dass es halt sehr abhängig ist dann doch von guter Netzwerkverbindung und so. Ihr kennt das alles. Es kommen mal irgendwie Dropouts rein und vor allen Dingen sehr gefürchtet dann so das Auseinanderlaufen von Timings. Also sprich, die lokale Spur ist irgendwie nicht gut zu verwenden, weil einfach irgendwie die Qualität dann doch etwas sehr schwankend war. Und wenn der Remote-Partner, Partnerin eine lokale Aufnahme gemacht hat, passiert das relativ häufig, dass wenn man die dann einfach drunter legt, man sieht, die laufen zeitlich ein bisschen auseinander. Das ist jetzt hier eine echte Aufnahme von einem unserer Tester und wir sehen oben im Blau, das ist das Recording, was in Ultraschall gemacht wurde mit dem StudioLink-Plugin. Und das untere ist die Lokalspur, die also bei dem Remote-Partner durch die StudioLink-App selber geschrieben worden ist. Und wir sehen sofort so ein paar Auffälligkeiten. Ja, also die Remote-Spur hier, die grüne, ist viel leiser. Sie ist Stereo. Und die andere ist Mono. Und ich habe die jetzt mal so schon größtenteils vernünftig übereinander gelegt. Aber wenn man jetzt halt mal irgendwie reinzoomt, dann ahnt man schon, dass also hier, wenn man sich den Peak, die Peaks hier anguckt, da ist schon so ein Versatz von irgendwie einer halben Sekunde drin. Und bei diesem Projekt hier ist auch durchaus charakteristisch, dass diese Sekunde halt schwankt. Also hier sind sie mal sehr deckungsgleich. Das heißt, es ist also nicht einheitlich, dass sie auseinanderlaufen. Und dafür haben wir jetzt einen, finde ich, schönen, etwas experimentellen, aber ich glaube doch in der Sache ziemlich coolen Mechanismus reingebaut, wie man damit umgehen kann. Und das Ganze wird mit einem sogenannten Workflow abgelegt. Workflow ist ein neues Konzept in Ultraschall 5, das hatten wir vorher nicht. Es gibt zwei Workflows, und das sind auch genau die beiden, die ich jetzt hier heute zeige. Der Gedanke von Workflow ist einfach, dass es Dinge gibt, Feature-Abfolgen, die doch ein bisschen kompliziert sind, die einfach nicht komplett selbsterklärend sind. Und mein Gedanke war, die könnten wir doch einfach so als Menü abbilden. Und ihr seht es jetzt hier, Step 1 bis Step 10. Und man arbeitet es einfach von oben nach unten ab. Und es ist eine Mischung zwischen echten Actions, wo was passiert. Ja, so Step 4 und Step 7 hier derzeit. Wenn ich gleich Dinge markiere, sind es noch mehr. Und es gibt aber auch reine Text-Infos, wo ich also irgendwas mache, ohne dass halt direkt eine Action dahinter ist. Und trotzdem ist also der Gedanke, man arbeitet jetzt einfach diesen Workflow von oben nach unten ab.
Ich habe viel darüber nachgedacht, ob man das dann nicht auch nochmal irgendwie mit einer komplizierteren GUI macht, und kann gut sein, dass ich das zu einer 6er-Version dann auch nochmal baue. Aber ich dachte, bis dahin will ich damit eigentlich nicht warten, und Dokumentation außerhalb von so einer Software ist auch immer schwierig so. Dann müssen die Leute wieder ins Sendegate gucken und erstmal den Thread wiederfinden, wie war das noch alles, oder müssen im Screencast schauen. Dachte ich, probieren wir doch einfach mal diese Geschichte hier aus. Es sind jetzt nur zwei Workflows. Das könnte noch mehr werden. Da könnte man also auch dann im Sendegate vielleicht mal einfach einen Thread aufmachen, so Share Your Workflow, und dann kann man die relativ einfach selber reinmodellieren. Das ist also nicht schwierig, sondern wirklich so Drag-and-Drop-mäßig. Muss man so überhaupt nichts für programmieren können. Die einzelnen Aktionen natürlich eventuell schon, aber viele Workflows, so wie ich sie verstehe, gehen auch ohne. Also beispielsweise irgendwie Studio-Link-Aufnahme könnte man auch so als Workflow mal abbilden. Okay, gehen wir das jetzt mal einfach durch. Wie funktioniert dieser Workflow? Move the remote track beneath your local track. So, das haben wir schon gemacht. Das heißt also, der remote track in grün ist unten drunter. Zwei, optional, take channel mode mono. Das ist jetzt ausgegraut. Sobald ich aber hier das Item wähle, sieht man, dass es dann plötzlich auswählbar ist. Nämlich, das ist eine Aktion, die diese Stereospur sehr schnell in eine Monospur verwandelt, indem man einfach nur den linken Kanal nimmt. So, passiert. Jetzt ist der nächste Workflow-Schritt. Select items on both tracks to align. Das heißt also, wir müssen jetzt die beiden Items, die ich jetzt also insgesamt prozessieren möchte, muss ich markieren, habe ich jetzt hier gemacht. Und wähle jetzt im Workflow Schritt 4 auf. Slice selected items and remove silence. Davor ist noch eine Normalisierung auf minus 23 LUFS geschaltet. Die kennt ihr auch schon aus der 4er-Version, wenn ihr damit im Slice-Kommando mal gearbeitet habt. Und im Hintergrund werkelt jetzt genau derselbe Algorithmus wie auch schon in der 4er-Version. Das heißt also, das ist jetzt das Remove-Silence-Feature, was wir jetzt aber gleich noch ein bisschen anders parametrisieren werden. So, wir sehen also jetzt seinen Vorschlag, wo man also jetzt sehen kann, wie er die ganzen Items alle zerschnitten hat. Und der entscheidende Unterschied zu der normalen Einstellung ist hier diese minimale Pausenlänge. Die ist normalerweise relativ kurz. Ja, und dann sehen wir, dass dann überproportional noch sehr, sehr viel mehr Items daraus entstehen. Und so ein ganz guter Wert, zumindest jetzt hier für dieses Item, aber jetzt bei mir eine Pause muss mindestens 2 Sekunden lang sein. Ansonsten führe die einzelnen Items mal lieber zusammen. Ja, wir sehen, dass er jetzt also hier relativ gut, ich mache das Link-Pad nochmal ein bisschen höher, das ist mir hier jetzt mit 500 ein bisschen zu knapp, dass ja auch, wenn die Sachen jetzt unterschiedlich sind, ja, die Items zerschnitten sind doch relativ richtig. So, und jetzt sagen wir einfach mal Split. Und jetzt ist genau das passiert, was wir erwartet haben. Er hat also jetzt die Stille rausgerechnet. Und dann wir sehen, dass jetzt hier schon diverse Abweichungen am Start sind. Das heißt also, wir machen jetzt einfach mal mit dem Bereich hier weiter, markieren erst jetzt mal, gehen wieder in unser Workflow. So, check and correct for differences, das spare ich mir jetzt an der Stelle mal, sage ich aber hinter noch was zu. Select items to align on both tracks, right track, haben wir gerade gemacht. Align selected items across tracks. Und Achtung, aufgepasst. Aha, okay, na, aber gut, dann sehen wir wenigstens gleich auch das Fehlerbild. So, er hat mich jetzt gewarnt. Achtung, die Anzahl der Items stimmt nicht überein. Und in der Tat, hier sehen wir die Abweichung. Ja, das heißt also, hier hat er in dem einen Item das hier noch separiert und in dem anderen nicht. Und das können wir jetzt ganz einfach dadurch heilen, indem wir den jetzt hier noch mit reinnehmen und das Ganze dann nochmal wiederholen. Und wie gut oder wie schlecht das funktioniert, was wir jetzt gerade hier gesehen haben, ist genau eine Frage der Parametrisierung dieses Slice-Dialoges. Ja. Das heißt also, wenn man da die Parameter vernünftig auswählt, hätte ich jetzt noch ein bisschen weiter rumgetunt, hätten wir den wahrscheinlich noch mit reinbekommen. Ich denke, da jetzt die Pause war noch ein bisschen zu großzügig gerechnet. So, jetzt gehen wir in Workflow und Double Ender und aufgepasst, zack. Success, 14 Items were aligned. Ja, unabhängig dafür, ob sie in welche Richtung der Zeit sie verschoben sind. Und es zählt als Norm und als Raster eben immer die lokale
aufgenommene Studio-Link-Spur, weil das ist ja die, die quasi perfekt in Sync zur eigenen Stimme ist. Und die Remote-Spur, die dann halt zeitlich auseinandergelaufen ist, die wird entsprechend angepasst. Ja, und jetzt kann man also wirklich sehen, egal wie weit man jetzt also reinzoomt, man hat vielleicht noch eine kleine Abweichung drin irgendwie, weil natürlich der Anfang vielleicht ein bisschen unterschiedlich berechnet wurde. Aber glaubt mir, das ist also so im Millisekundenbereich, das hört kein Mensch hinterher. Weil natürlich der Gedanke ist, dass dann die lokale Spur am Ende gemutet wird. Ja, das heißt also, die hört man einfach komplett überhaupt gar nicht mehr. Sonst hat man dann doch irgendwelche Phasing- und Echo-Effekte drin, will man nicht. Ja, und darum ist das auch der letzte Schritt in dem Workflow, dass dann also gesagt wird, Check for Errors haben wir gerade eben gemacht, Glue-Items komme ich noch zu und der letzte Schritt ist dann Mute Local Track. Glue-Items, was hat es damit zu tun? Wenn ich dieses Zacken gemacht habe, ich mute jetzt die lokale Spur, dass ich nur noch die Remote-Spur habe, dann gibt es jetzt sehr unterschiedliche Philosophien, ob das jetzt super ist, die jetzt als Einzel-Items zu haben ist, oder ob das der Untergang des Abendlandes ist. Und die Sollbruchstelle geht also auch direkt durchs Ultraschall-Team durch, Also Tim Prittler feiert das, dass man jetzt diese Items hat, weil man mit denen jetzt einfach halt sehr schön die einzelnen Sachen irgendwie verschieben kann und nochmal gucken kann, aha, das hier ist wahrscheinlich nur ein Schmatzer, den kann ich sofort rauslöschen. Ja, das da hinten ist irgendwie ein Poplaut, weg damit. Ja, also so editiert er dann einfach nochmal auch seine Podcasts perfekt. Und das ist natürlich dann halt nochmal eine andere Granularität oder Zugriffsebene, als wenn ich das mit einem Mute-Track drunter mache beispielsweise, gerade was so Timing angeht, kann ich natürlich jetzt hier so viel besser arbeiten. Und dann gibt es auf der anderen Seite Malik, der sagt, das ist der Untergang des Abendlandes. Das, was mir ständig passiert, ist dann irgendwie sowas. Ja, ich habe plötzlich irgendwie Dinge verschoben, ja, obwohl ich es gar nicht wollte, weil da hinten noch so viele Items rumeiern und mach das weg, ich will das nicht. Und die Lösung dafür ist Glue-Items, weil sie beiden gerecht wird. Das heißt also, wer jetzt diese Einzelschnipsel super findet, der lässt es einfach so, wie es ist. Und alle anderen machen eine neue Funktion. Ja, neu in relativ, gab es schon immer in Reaper, aber ich habe es jetzt nochmal in einer entscheidenden Variante angepasst. Nämlich, indem man jetzt also mit dem Shortcut Command-Shift-G drückt. Jetzt rechnet er also aus diesen Items wieder ein sauberes Item zusammen, wo also völlig klar ist, das ist stabil und das geht nicht mehr auseinander. Hintergrund an der Stelle ist, dass das wirklich ein neues Soundfile ist. Das heißt also, wenn man sich hier im Source Window das anguckt, dann sieht man, das heißt jetzt Local Glued WV und ist aktiv. Das ist jetzt wirklich ein neues Soundfile. Und das Spezielle daran ist, dass ich da nochmal das Format geändert habe. Standardmäßig schreibt er jetzt hier so ein temporäres quasi WAV-Format, 16-Bit. Und das ist aber ein Problem, weil die vorherige Normalisierung auf die -23 LUFS beispielsweise in dem Fall dazu geführt haben, dass hier scheinbar jetzt ein digitales Clipping am Start ist. Ja, also ihr seht das, das hier ist eigentlich der Horror, sowas wir auf gar keinen Fall haben. Das heißt also, wenn man sowas sieht, ist man eigentlich dabei. Ja, Ralf, toll gedachtes Feature, aber danke, aber nein, danke. Ja. So, der Punkt ist, ich habe das einfach jetzt umgeschwenkt auf ein Wavepack. Kompressionsalgorithmus und der hat 32-Bit Float-Auflösung. Das heißt also, die Expertinnen unter uns wissen, es ist völlig unmöglich, in 32-Bit Float irgendetwas zu klippen oder zu übersteuern. Und entsprechend, wenn ich den jetzt also hier runterziehe in der Lautstärke, sehen wir, die ganze Information ist alles noch da. Das ist also quasi nur hier diese 16-Bit-Darstellung, die dazu führt, dass man jetzt also hier irgendwie Probleme bekommt. Das heißt also, man muss sich jetzt während des ganzen Editings wirklich keine Gedanken machen, egal was ich an Effekten mache, egal wie ich mit Normalisierung umgehe, dass es irgendwie zu einem Digital-Clipping kommt. Wir haben jetzt durchgängig die komplette Effektkette inklusive der Glue-Funktion normalerweise auf 46-Bit Float, 64-Bit Float und jetzt hier dieses Glue-Items auf 32-Bit Float, was nicht wirklich einen Unterschied in irgendwas macht. Also Screencast, sage ich, das ist der Unterschied, ob ich den Headroom von hier bis zur Venus oder von hier bis zum Jupiter habe. Ja, es ist also einfach irrelevant. Das heißt also, die ganzen Informationen sind noch da und unsere neue Amp-Effektkette kann da wunderbar mit rechnen. Das heißt also, wenn wir gleich zu dem Limiter-Effekt kommen, der nimmt sich dann genau diese Information hier oben und baut daraus dann eine wunderbar weiche, unverzerrte, perfekte
Soundkurve. Das heißt also, nicht in Panik geraten, wenn ihr solche Effekte seht. Ja, zieht es einfach mal kurz runter und ihr werdet sehen, alles ist gut. Okay, das ist also der erste Workflow. Automatisches Ausrichten von Double-Ender-Tracks. Wie gesagt, wird mal mehr, mal weniger gut funktionieren, wenn in der lokalen Spur wirklich mal Sekunden fehlen, dann hat man einfach Nachbearbeitungsbedarf. Ja, aber auch da würde ich sagen, ist dieses Tool dann zumindest relativ gut darin zu zeigen, wo sind denn hier die Hauptunterschiede. Und ich glaube, dass man relativ schnell durchkommt. Also ich habe das jetzt erst vor ein paar Tagen bekommen, ist eine 1,5-Stunden-Sendung und ich war mit dem Editing davon in 6 Minuten fertig, obwohl es schon einige Unterschiede gab. Also versus hätte ich das irgendwie von Hand gemacht, vermutlich hätte es doch irgendwie deutlich länger gebraucht. Also probiert es mal aus. Das zweite Feature, was ich kurz zeigen würde, was auch neu hinzugekommen ist, ist genau das, was wir gerade eben schon so angerissen haben, nämlich... Ralf? Ja? Geht dein Rechner gleich aus, oder? Nee. Klick das mal weg, das macht uns alle verrückt. Ja, okay. Und da heißt das jetzt beim M1, das hält noch eine Woche, oder was? Ja, ist das seit Kauf erst jetzt, erste Mal leer, oder? Und Ralf, du bist, glaube ich, auf dem falschen Mikro. Ich ziehe gleich um ins Wohnzimmer, da ist der Kinoabend jetzt beendet. Also 33 Minuten habe ich noch und es sind dann de facto wahrscheinlich noch ein paar mehr. Okay, das zweite Feature, was ich kurz zeigen möchte, ist der neue Effektweg, den wir genau aufbauend auf dieser Erkenntnis, so Reaper arbeitet eigentlich schon immer intern mit 64-Bit und uns kann nichts passieren. Wir müssen nur ganz, ganz, ganz am Ende, da müssen wir aufpassen. Das heißt also, was immer ihr innerhalb von Ultraschall anstellt mit Effekten, ja, ihr seid safe. Ihr müsst immer nur beim allerletzten Schritt aufpassen. So, und das hört ihr dann natürlich, also der allerletzte Schritt kann sein, der DA-Wandler quasi in eurem Soundinterface Richtung Kopfhörer. Der letzte Schritt kann aber eben auch sein, das MP3 rendern. Das heißt also, sobald ich dann dort wieder auf 16-Bit zurückstürze, ja, aus dieser schönen Happy Sunshine 64-Bit-Welt, da muss ich mir Gedanken machen, wie stelle ich das denn an? Und dazu haben wir jetzt nochmal ein schönes, frisches Tool entwickelt. Und das funktioniert wie folgt. Wir haben ihm einen klangvollen Namen gegeben, nämlich Ultraschall Amp für Automated Mixing Pipeline. Auch eines der ewigen Streitthemen von Malik und mir, ob es jetzt eigentlich Mixing oder Mastering ist. Meiner Meinung nach wäre Mastering intuitiver gewesen, aber irgendwann hört man auch auf, mit Malik zu diskutieren, dann wird man nie fertig. Erster Schritt, Normalisierung der Items wieder auf -23 LUFS. Das ist jetzt so ein Standardprozedere für alles. Damit war ich, wie gesagt, vor der Vierer immer sehr kritisch, weil ich gesehen habe, da kommt aber doch irgendwie Clipping rein, wenn bei sehr lauten Passagen, weil es halt immer ein Durchschnittswert. Da ich das jetzt mit dem 64-Bit so richtig durchdrungen habe, ist mir das scheißegal. Und es funktioniert auch einfach. Also ich habe so viele Stunden unterm Kopfhörer Dinge abgehört. So. Also dem ist wirklich komplett zu vertrauen. Ja. Das machen wir jetzt mal. Das heißt also, wir normalisieren jetzt, markieren die Items, die wir bearbeiten wollen und schicken es im Workflow wieder durch die Normalisierung. Es dauert jetzt selbst auf einer M1 ein bisschen, das ist allerdings auch eine 2,5-Stunden-Sendung hier. Hätte jetzt auch einen kleineren Abschnitt nehmen können, aber... So, jetzt sehen wir, sind die beiden Spuren also auf jeden Fall so insgesamt in der Grundlautheit schon mal wieder sehr ähnlich. So, nächster Workflow-Schritt ist Select the Tracks, das habe ich jetzt gemacht. Könnte man die Frage stellen, warum automatisierst du das nicht auch, dass gleich einfach es immer über alle Tracks läuft? Ich wäre vorsichtig bei Soundboard-Spuren und bei Spuren, wo irgendwie Musik drunter liegt und ähnliches. Die würde ich doch immer nach Gehör reinmischen und dann da eben vielleicht auch ein manuelles Ducking machen. Das ist, glaube ich, finde ich keine gute Idee, in Jingles sowas wie ein Dynamics 2-Effekt drin zu haben. Das ist ein bisschen meine persönliche... Geräusche bei Hörspielen. Ja, genau. Also so der ganze Audio-Teppich, ich finde, den muss man nach Gefühl mischen. Aber ihr könnt es auch automatisieren, wenn ihr mit den Ergebnissen glücklich seid. Aber sogar da bin ich tatsächlich einmal Ralfs Meinung. Das würde ich von Hand machen, das ist gefährlich. Ja, also einfach alle Sprachtracks selektieren und die Jingle-Spuren einfach unangetastet lassen. Und jetzt haben wir also Step 4, Set Amp, Automated Mixing Pipeline, FX und Selected Tracks.
Und da passiert jetzt gar nicht viel, sondern das, was einfach nur passiert, ist, dass er auf den Spuren unseren Ultraschall Dynamics nochmal überprüft. Der war wahrscheinlich vorher auch schon mal drauf, aber er ist jetzt auch aktiviert. Und er hat hier ein neues Preset, Input minus 23, Output minus 20. So, Input minus 23, das haben wir sichergestellt dadurch, dass wir es eben normalisiert haben auf minus 23 LUFS. So, und der Dynamics ist jetzt so parametrisiert, dass er gar nicht mehr so viel macht wie früher. Er bringt ihn jetzt nur nochmal auf minus 20 hoch. Ja, und durch die Normalisierung auf minus 23 haben wir den schönen Nebeneffekt, dass wir uns um diesen Noise-Floor-Regler nicht mehr wirklich kümmern müssen. Ich habe, wie gesagt, viel getestet und ich würde sagen, so in 80% der Fälle muss man den nicht anrühren. Ja, weil also das Signal-Rausch-Verhältnis so der bei uns im Podcasting-Bereich eingesetzten Mikros dann eben doch so unterschiedlich am Ende des Tages auch nicht ist. Also wenn ein bisschen zu viel Rauschen drin ist, kann man natürlich dann nochmal ein bisschen mehr rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, probiert erstmal diese Preset-Werte. Malik hat jetzt 2 oder 3 Folgen damit produziert, ohne irgendwas anzufassen. Also richtig auf Phonics-Teil reinwerfen und einfach durchlaufen lassen. Probiert es mal aus. Ich bin der Meinung, es sollte gut klingen. Ja? Und diese ganzen Effekte wie Pumpen und sowas, die wir früher drin hatten, sollten jetzt der Vergangenheit angehören. Okay, das ist der erste Teil. Diese neuere Parametrisierung, diese neuen Presets mit diesem minus 23 in, minus 20 out. Jetzt habe ich also dann mehrere Spuren, die sind alle auf minus 20 hochgelevelt. Hier ist ja auch ein Limiter drin entsprechend im Dynamics. Das ist jetzt natürlich noch nicht meine Ziellautstärke, die will ich ja auf minus 16 haben. Und da kommt jetzt ein neues Tool rein. Ihr hört jetzt hier gerade Sound, ne, wenn ich das hier abspiele, oder? Das würde ich jetzt mal versuchen, kurz in der Routing. Kein Sound, ne. Kein Sound, dann höre nur ich den, also dann stelle ich mir den mal eben aus, weil sonst werde ich nämlich jetzt hier rasend. So, hier haben wir einen komplett neu entwickelten Effekt. Den kann ich mal ein bisschen größer machen, damit man hier ein bisschen sieht, was passiert. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die ich hier gebaut habe. Habe ich in IL2 geschrieben, neue Programmiersprache, die auch in Reaper integriert ist, zur Kopplung von verschiedenen Live-Effekten. Und was der hier macht, ist jetzt erstmal die LUFS durchberechnen aufgrund des Mittelwertes der Passagen, die wir gerade haben. Ja, und ihr seht, wir haben hier einen Korridor, den ich definiert habe. Das heißt also, mein LUFS-Target ist hier minus 16. Ihr könnt jetzt auch hier was anderes auswählen. Ihr könnt jetzt auch sagen minus 18 oder so. Und wenn er grün ist, dann ist er genau richtig in dem Bereich. Bei blau ist er zu leise. Und wenn ich ihm jetzt einfach mal tüchtig mehr Gain reingebe, dann geht er jetzt hier mal steil nach oben. Und dann sieht man nochmal Reset, ja, dass er jetzt also schon hier im irgendwann im roten Bereich dann ankommt. Jetzt ziehe ich ihn mal wieder runter. So, und wir sehen also, dass wir jetzt hier einen Gain von 4 dB nochmal drauf haben. Ja, das macht Sinn, weil die ganzen Einzelspuren haben wir auf minus 20 normalisiert. Wir wollen aber auf 16, das heißt also, der Diff davon ist 4. Ja, und in der Tat, wenn ich also diese Spur jetzt einfach mal 1-2 Minuten laufen lasse, dann werden wir sehen, dass er also ziemlich gerade, oder wir sehen jetzt exakt schon den Effekt hier, dass er sich also im Mittelwert jetzt schon wirklich hier ziemlich exakt auf die 16 LUFS eingepegelt hat, ohne dass ich also noch irgendwas anderes rechnen oder machen muss. So, damit kann man also mit Reset kann man die Messung immer wieder neu beginnen lassen. Am Anfang, wenn man wenig Messwerte hat, gibt es meistens noch irgendwelche Ausreißer und irgendwelche Schwankungen. Und je länger man aber die Messung macht, desto mehr kommt halt die echte Wahrheit dabei raus. Ihr seht diesen Messwert auch jetzt hier im Dashboard. Da seht ihr also auch minus 17 LUFS. Und wenn irgendwann doch mal die ganze Automatik komplett daneben sein sollte, könnt ihr mit Match Gain nochmal den Diff draufgeben. Das heißt also, es fehlten ihm jetzt gerade eben im Durchschnitt irgendwie so 1,1 dB. Und die hat er jetzt einfach dann nochmal mit Match Gain hier draufgerechnet, sodass man jetzt also einen Gain von 5,1 hat. Solltet ihr normalerweise wirklich nie brauchen, weil ihr ja vorher mit dieser Kette minus 23 und dann den Dynamics auf die 20 eigentlich schon mit Mittelwerten gerechnet habt. Das heißt also, normalerweise sind das immer lokale Ausreißer.
Und diese lokalen Ausreißer, da bin ich der festen Überzeugung, die kann man auch gut aushalten. Ja, also man hört eben den Unterschritt von 1 dB nicht wirklich. Die sind sogar gewollt, Ralf. Also in so Fernsehmischung, da willst du ja eine gewisse Dynamik noch drin haben. Und genau. Wenn das Flugzeug explodiert, bist du auch mal über den, also beim Fernsehen sind es ja minus 23, dann bist du halt mal bei minus 16, aber dann, wenn die, keine Ahnung, am Waldrand sitzen und in den Himmel gucken, hast du halt mal minus 30. Das ist schon okay, aber diese Program-Loudness muss halt dann 16 sein. Genau. Also Leute werden am Ende des Podcasts meistens müde, ja, reden insgesamt etwas langsamer und sowas. Und das kann man auch wirklich aushalten. Wir sind also so, solange es innerhalb dieses Tunnels hier sich bewegt, ne, wenn ich jetzt also auf minus 18 gehe, dann verschiebt sich halt der Tunnel dann nach unten. Ja, es wird aber auch dann gleich der Gain mit angerechnet. Das heißt also, da ist eine Menge Automatik und Fu verarbeitet, dass man eigentlich gar nicht nachdenken, sondern einfach nur durchklicken muss. Und im Prinzip muss man dann mal drauf gucken. Ja, sobald man diesen Schritt aktiviert, die Effekte gemacht hat, kann man das mal kontrollieren, aber normalerweise funktioniert es auch einfach. Da, Ralf, hast du schon zu LUFS was gesagt? Weil ich fand, das hilft sehr viel beim Grundverständnis, was wir hier überhaupt sehen. Also, dass das ein Durchschnittswert über Zeit ist, ist was, was man, glaube ich, kapieren muss. Ansonsten denkt man so dB, ne, das ist dann, habe ich einen bestimmten Wert, aber LUFS, deswegen läuft das hier auch ja erstmal eine Weile, bis sich das auf so einen Wert einpegelt. Das ist eben ein Durchschnittswert und das ist das, was ihr eben gesagt habt. Wie heißt jetzt eure Rubrik immer gesundes Halbwissen, ne? Oder ungesundes Halbwissen? Das war so fast richtig. Das ist perfektes Halbwissen. Also weil jetzt in dieser LUFS hat letztendlich jetzt zwei Komponenten. Das eine ist erstmal, dass es nicht die reinen dB misst, sondern die akustisch wahrgenommene Lautstärke oder Lautheit. Ja, das heißt also, es wird nochmal nach Frequenzen ausgeschüttet und die Frequenzen, auf die das Ohr besonders empfindlich reagiert, die kommen dann stärker rein in die Mittelwertberechnung als irgendwelche Frequenzen, die mich nicht interessieren, die aber bei einem reinen dB-Meter irgendwie stärker oder RMS-Meter stärker durchschlagen würden. Also das ist der eine Aspekt von LUFS, dass also psychoakustische Komponenten mit reingerechnet sind. Ganz kurze Unterbrechung, ich habe mal ein Dokument in den Chat gepackt, wer das mal lesen möchte von der EBU. Ja, und der zweite Aspekt, und das ist der jetzt hier von Malik angesprochene, ist, es gibt 3 oder 4 Standardwerte für LUFS. Nämlich die Integrated Loudness, die Short-Time Loudness, Long-Term Loudness und so weiter. Und die sind jeweils definiert, wie groß das Intervall ist, in dem sie irgendwas berechnen. Ja, also sind das irgendwie die letzten 6 Sekunden oder sind es die letzten 20 Sekunden oder ist es eben ein unendlicher Bereich von einem Startpunkt an. Und das ist genau der, den ich jetzt hier habe. Das heißt also, die anderen sind im Algorithmus ja auch hinterlegt, aber einfach nicht visualisiert, weil sie für mein Szenario einfach nicht entscheidend sind. Ich wollte genau diese, ich gehe auf einen Startpunkt und von da ab wird dann mein Mittelwert berechnet. Das war genau der Effekt, den ich haben wollte. Von daher zeige ich jetzt nur den an. Es wird aber mitgeliefert mit der Firmware-Version ein Plugin, das auch die anderen Varianten mir anzeigt. Da muss ich mal eben gucken, ob ich den jetzt eigentlich hier drin habe. Das ist der Tiny EBU, der ist nicht so schön in der Visualisierung. Hast du dB-Meter vielleicht drin? Warte mal, ich gucke nochmal eben. Da. So, hier sieht man das ganz gut. dB-Meter gibt es noch, das ist auch sehr gut. So, hier sieht man jetzt die ganzen verschiedenen LUFS-Werte und wie sie sich quasi in Realtime jetzt nämlich jeweils verschieben und verändern. Ja, und das, was ich jetzt also alleine hier mir anschaue, ist hier der obere IL, das ist der integrierte. Aber genau dieser Algorithmus hier aus diesem Teil, das sind ja alles Open-Source-Effekte, genau den habe ich mir quasi rausgenommen und bei mir rein implementiert. Ja, und da sieht man, dass die Werte nämlich Short-Term und so weiter durchaus hier relativ weit auseinanderlaufen. So, und damit das Ganze am Ende geil klingt, weil wir haben ja gesehen, in dieser Visualisierung, der Headroom ist da, es werden keine Informationen durch Normalisierung irgendwo in den Clipping-Bereich gebracht, aber ich muss ja trotzdem am Ende des Tages irgendwie in einen entspannten Bereich wieder reinfahren. So, und da habe ich dann nochmal relativ viel Zeit rein investiert und nochmal einen Effekt rausgegraben, der
einen fantastischen Limiter darstellt. So, das heißt also, ein Limiter kümmert sich ja darum, ein Audiosignal ist zu laut und ich muss es leiser machen. Und genau das ist das, was dieser Smooth Limiter hier macht. Und wenn ich jetzt hier mal die Sache ein bisschen überziehe, ja, jetzt habe ich also hier auch meinen Korridor und wir sehen, dass es also jetzt relativ regelmäßig hier Bereiche gibt, in denen es oben und unten tüchtig drüber geht. Und hier sehen wir dann beim Smooth Limiter, wie der entsprechend jeweils eingreift und mit was für einer Attack and Release Rate er hier arbeitet. Und der ist deshalb, darum heißt es auch Smooth Limiter, der ist halt auch auf psychoakustischen Modellen aufgebaut, dass man diesen Eingriff möglichst wenig hört und möglichst wenig wahrnimmt. Und ich hatte ein Projekt, wo ich eine absurde Bassanhebung reingesetzt hatte, das hatte ich auch im Sendegate mal dokumentiert, wo also jemand einen Skype-Call oder was das war, wo also überhaupt gar kein Bassanteil drin war und dann habe ich einen Bass-Gain von irgendwie 40 dB draufgeknallt und es hörte sich dann ganz okay an, aber es war halt von keinem Limiter, den ich irgendwo hatte, in Griff zu kriegen, dort die lokalen Peaks irgendwie zu bändigen. Das heißt, es hat einfach geknackst wie Hulle. So, aber nicht so beim Smooth Limiter. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter getestet und egal, was man dem also reinwirft, es klingt alles geil. Und ja, das ist der Vorteil von Open Source. Genau das habe ich dann einfach mal hier in den Code rein implementiert. Das heißt also, hier oben drüber seht ihr ja die Limiter-Skala. Und wenn der rot anschlägt, dann sieht man hinterher, da werkelt jetzt also der Limiter. Ja, das heißt also, wenn jetzt hier dieser rote Balken kommt, dann seht ihr, da ist jetzt Smooth Limiter am Einsatz. Das heißt also, hier im Source Code kann man sich dann wirklich den Limiter Code nochmal angucken. So, was macht der eigentlich genau? Ist nicht rasend viel, aber ist dann schon so ein bisschen kompliziertere Mathematik, die dahinter am Werkeln ist und klingt einfach total geil. So, und das ist also in der Summe jetzt eine Variante, wo es schön ist, wenn man es mal erklärt bekommen hat, wo aber in der Praxis man hoffentlich überhaupt gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach nur irgendwie drei Klicks macht und danach hat man eigentlich genau quasi die Experience wie bei Auphonic, die man immer haben wollte, nicht nachdenken, sondern irgendwas reinwerfen und am Ende wird es schon vernünftig klingen. Das sind jetzt nochmal so zwei der Ultraschall 5 Features, die bisher noch unter der Haube waren. Thank you.